Liebe Brucker Wähler, mit Ihrer demokratischen Abstimmung treffen Sie die Entscheidung, wer von den 6 Kandidierenden in den kommenden Jahren die Geschicke der Stadt in eine für Sie und für uns alle richtige Richtung lenken kann. 6 Kandidaten stellen sich zur Wahl. Wir stellten allen 6 die Frage, welche Werte bestimmen Ihr Leben und Ihre Arbeit? Wie kann Ihre Umsetzung gelingen, falls Sie ins Oberbürgermeisteramt gewählt werden? 5 Kandidaten haben geantwortet. Ihre live gegebenen Antworten haben wir aufgezeichnet, um Ihnen, der Fürstenfeldbrucker Wählerschaft, die Wahlentscheidung zu erleichtern. Die 5 Stellungnahmen sind in Proporzreihenfolge in diesem Video zusammengefasst. Alle 5 Statements sind zudem als Einzelvideos abrufbar. Mein Name ist Andreas Lode. Ich bin seit 2002 Mitglied des Stadtrats und seit 2014 Mitglied des Kreistags. In diesen Gremien, denen ich dort tätig war und bin, galten für mich immer 5 Schlagwörter als Richtschnur für Entscheidungen. Personalität, Subsidiarität, Solidarität, Retinität und Gemeinwohl. Vielen von Ihnen werden diese Begriffe bekannt sein als die Prinzipien der christlichen Soziallehre, die nicht zuletzt nach der oder in der Industrialisierung an Bedeutung gewonnen haben und bis heute in Politik und Wirtschaft berücksichtigt werden. Personalität sieht den Menschen im Fokus. Wie geht es ihm? Wo braucht er Unterstützung? Wie kann er sich entfalten? In der Kommunalpolitik sind wir da natürlich besonders gefordert. Das beginnt in der Kindheit mit guten Krippenplätzen, guten Betreuungsplätzen, geht weiter über gut ausgestattete Schulen bis hin zu den Arbeitsstätten, die wir vorhalten müssen, um die wir uns kümmern müssen, dass die Wirtschaft prosperiert, damit die Menschen auch arbeiten können. Und die Person muss natürlich auch dahingehend gefördert werden, dass sie eine entsprechende Wohnstätte hat. Ob im geförderten Wohnbereich oder im Eigenheimbereich, die Möglichkeit bieten, Heimat zu finden. Personalität. Die Subsidiarität gilt es auch zu berücksichtigen. Subsidiarität meint Hilfe zur Selbsthilfe. Wir greifen dort ein, wo die Menschen oder die Institution unsere Unterstützung benötigt. Wir lassen aber den Raum zur eigenen Entfaltung und zur Möglichkeit, selber etwas zu schaffen. In Fürstenfeldbruck haben wir überwiegend ganz gute Erfahrungen damit geschaffen und gemacht, dass Vereine ein Stück Eigenverantwortung bekommen und in dieser Eigenverantwortung sich um ihre Belange kümmern und dafür eine Förderung und eine Unterstützung der Stadt bekommen. Quasi ein Ansporn zur aktiven Bürgergesellschaft. Dort, wo die Eigenleistung nicht mehr erbracht werden kann, aus welchen Gründen auch immer, dort, wo Menschen auf andere Hilfe angewiesen sind, ist auch die Kommune gefragt. Das ist das Thema der Solidarität. Wir müssen uns als Kommune solidarisch zeigen. Nicht nur mit denjenigen, die aus anderen Ländern aufgrund von Verfolgung oder Krieg zu uns kommen, sondern auch mit denen, denen es hier bei uns nicht oder nicht mehr gelingt, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen. Ob durch Unfall oder Tod eines Verwandten, oder durch Verlust der Arbeitsstätte, wie auch immer. Hier ist die Solidarität der Stadt gefragt, in Beratung, in Begleitung, in Betreuung, auch in der Zurverfügungstellung von Herberge, von Einrichtungen, wo sie zumindest befristet auch gut leben können, wohnen können. Neben der Solidarität ist das Prinzip der Retinität, auch in der Kommune, von großer Bedeutung. Retinität meint die Nachhaltigkeit, das nachhaltige Wirtschaften. Nachhaltig wirtschaften und vernetzt denken. Wir können nur so viel Ressourcen verbrauchen, wie auch nachwachsen, hat sich der Waldbauer seinerzeit gedacht. Der Begriff der Retinität kommt aus dem Waldbau, aus der Waldbewirtschaftung. Und in Fürstenfeldbruck, in einer Kommune wie Fürstenfeldbruck, haben wir natürlich auch endliche Ressourcen. Zum Beispiel die Fläche.
Wir können Flächen nicht unendlich ausweisen zu Bauland oder zu Gewerbegebieten. Wir müssen sorgsam mit unseren Flächen umgehen und dort, wo wir Flächen neu versiegeln, müssen die auch optimal genutzt werden. Zu guter Letzt der Begriff des Gemeinwohls. Alle unsere Entscheidungen müssen letztendlich darauf auch ausgelegt sein, dass sie der Gemeinschaft, der Stadtgemeinschaft dienen. Wir können nicht Einzelentscheidungen treffen, die nur einer gewissen Klientel zugutekommen. Außer natürlich, wenn diese Entscheidungen, die einer Klientel zugutekommen, auch gleichzeitig der Stadtgemeinschaft, dem Gemeinwohl zuträglich sind. Das gilt es zu berücksichtigen. Personalität, Subsidiarität, Solidarität, Retinität und Gemeinwohl. Meines Erachtens nach wie vor Prinzipien, auf denen kommunale Stadtpolitik gut aufgebaut und aufgesetzt werden kann. Ich denke, eines der wichtigsten Projekte in naher Zukunft ist die Errichtung eines Technologiestandortes im Fliegerhorst Fürstenfeldbruck, in dem Bereich des Fliegerhorstes, weil ich glaube, dass von dieser Institution eine Strahlkraft ausgeht, nicht nur finanziell, monetär für die Stadt Fürstenfeldbruck, sondern auch was die Bedeutung anbelangt, die weit über das hinausgeht, was der Fliegerhorst seinerzeit hatte. Also das wäre ein wichtiges Projekt für die Stadt Fürstenfeldbruck, was natürlich dann auch dazu beiträgt, dass wir uns unsere Aufgaben, die wir haben, besser leisten können. Mein Wunsch an die Brucker Wähler wäre, gehen Sie zur Wahl. Es ist Ihre Stimme, es ist Ihre Entscheidung, es ist Ihre Stadt und Ihre und die Zukunft Ihrer Kinder. Welche Werte sind mir wichtig und welche Werte werden mich als Oberbürgermeister begleiten oder leiten? Ganz generell, glaube ich, kann man sagen, dass es ja zwei verschiedene Arten von Werte gibt. Das eine sind die materiellen Werte, also sowas wie Geld oder Immobilien oder Autos oder sowas. Es ist für mich ganz selbstverständlich, dass ich jeden Menschen, egal welcher Herkunft oder welches Geschlecht oder welche Religion oder welche persönlichen Neigungen dieser Mensch hat, jeden Menschen zunächst mal mit Respekt begegne. Auch das ein Wert, der da im Zusammenhang damit steht, also respektiere und ihn als Individuum sehe und mich zunächst mal gerne mit ihm auseinandersetze. Vorausgesetzt natürlich, dass der Mensch auch mir gegenüber sich anständig verhält und mich nicht beschimpft oder so und sich im Rahmen von Recht und Ordnung bewegt. Aber wenn das der Fall ist, dann begegne ich jedem Menschen auf Augenhöhe, höre mir an, was er zu sagen hat. Gegebenenfalls kommt man in eine Diskussion oder so. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen, aber alles eben immer respektvoll einander gegenüber sich verhalten. Das ist mir extrem wichtig. Wertschätzung und Respekt und Toleranz. In dem Zusammenhang, relativ nah verwandt, auch ein Wert, der mir sehr wichtig ist, ist die Empathie. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es wahnsinnig gut tut und wahnsinnig wichtig ist in der Kommunikation, dass man sein Gegenüber versucht wirklich zu verstehen und sich gegebenenfalls auch ein bisschen in ihn oder sie hineinzuversetzen. Weil nur dann kann man sich tatsächlich auf eine gleiche Gesprächsebene begeben und kann die Argumente des anderen auch gut verstehen. Also Empathie, das heißt das Mitfühlen, das sich hineinfühlen mit den anderen, finde ich enorm wichtig. Ich bin ein relativ direkter Mensch und ich bin ein sehr offener Mensch, finde ich auch wichtig. Direktheit und Offenheit, ich bin definitiv kein Taktierer. Mein Ja ist ein Ja und mein Nein ist ein Nein. Und ich bin kein Opportunist, der heute so abstimmt und morgen so in der gleichen Sache, je nachdem, wer vielleicht gerade im Publikum sitzt. Also das heißt, ich stehe tatsächlich zu meinen Überzeugungen. Was jetzt nicht heißt, dass mich gute Argumente nicht auch umstimmen könnten. Das ist natürlich immer der Fall. Aber wie gesagt, die Klarheit und die Offenheit und die Direktheit ist mir extrem wichtig. Habe ich auch sehr gute Erfahrungen in der Vergangenheit damit gemacht, ehrlich gesagt. Man muss auch mal Nein sagen können.
Ansonsten eben auch, wenn man den Begriff Werte noch ein bisschen weiter fasst, für mich wichtig ist eben auch in der Kommunikation Freundlichkeit und Höflichkeit. Es gibt Leute in bestimmten Positionen, die meinen, sie müssten den anderen gegenüber nicht mehr höflich sein. Ein großer Fehler in meinen Augen. Also man kommt tatsächlich in der Kommunikation viel weiter. Und auch in dem Zusammenhang steht für mich ein Wert, wenn man so will, nämlich Humor. Also auch die Erfahrung habe ich gemacht, einen Humor durchblitzen lässt. Das tut eigentlich allen sehr gut. Die Erfahrung habe ich auch als zweiter Bürgermeister unter anderem gemacht, aber auch in den vielen Berufen, die ich schon so hinter mir habe, und ich war auch Lehrer und so, also auch da war es ja immer wichtig, wenn man ein bisschen einen Spaß halt drauf hat. Ich bin Diplombiologe und als solcher immer an ökologischem Handeln interessiert und an dem Thema Nachhaltigkeit. Also auch das sind in meinen Augen ganz wichtige Werte eben. Ich habe seit ich denken kann, versucht, in einem ökologisch nachhaltigen Sinn zu leben. Selbst meine Eltern haben das getan, wahrscheinlich eher unbewusst. Ja. Also mir ist das sozusagen in die Wiege gelegt worden und ich habe es dann auch professionalisiert dadurch, dass ich eben Biologie studiert habe und auch als Biologe arbeite und ständig mit dem Erhalt von Natur und dem Schutz von Natur zu tun habe. Also ein ökologisches, nachhaltiges Handeln ist mir extrem wichtig. Wäre mir übrigens auch in der Stadtpolitik und als Oberbürgermeister wahnsinnig wichtig. Eins meiner wichtigsten Themen möchte ich fassen. Es gibt ja sozusagen auch übergeordnet Wertesysteme. Und da ist für mich natürlich im Zusammenhang mit der Politik und vor allen Dingen auch mit der Kommunalpolitik das Wertesystem der Demokratie selbstverständlich das Allerwichtigste. Und jetzt auf stadtpolitischer Ebene verstehe ich unter Demokratie tatsächlich auch die Bürgerbeteiligung. Also eine ganz ursprüngliche Form der Demokratie. Es sollte jeder eigentlich, der Interesse daran hat, an der Stadtpolitik teilnehmen. Also nicht nur unbedingt die gewählten Vertreter, das ist natürlich ganz wichtig und das ist auch gut so, aber man muss noch einen Schritt weitergehen, man muss wirklich versuchen, auch die Bevölkerung, soweit sie Interesse hat und willens ist, mit ins Boot nehmen. Also als Wertesystem, als übergeordnetes die Demokratie und auf kommunaler Ebene tatsächlich die direkte Demokratie in Form der Bürgerbeteiligung. Was mir unheimlich wichtig ist und wo hier einiges zu tun ist, das ist beim Thema Ökologie und Nachhaltigkeit. Da würde ich tatsächlich auch, weil ich da natürlich auch den fachlichen Background habe, alles dafür tun, dass da in der Stadt was weitergeht. Das zweite Projekt, das mir natürlich wichtig ist, es ist ein leidiges Thema, aber wir müssen versuchen, da etwas zu machen. Das ist das Thema Verkehr in der Brugger Innenstadt. Wir haben eine Bundesstraße über den Marktplatz laufen. Man hört es vielleicht im Hintergrund. Es ist schwierig, ich weiß es, aber nichts machen und den Kopf in den Sand stecken und so tun, als wäre das hier alles unser Schicksal, an dem wir nichts ändern können, das ist nicht meins. Also Ökologie in der Stadt, Nachhaltigkeit erstens, zweitens die großen Verkehrsprobleme in der Stadt lösen. Das sind jetzt zwei wichtige Themen. Es gibt noch viele andere. Was wünsche ich mir von den Wählerinnen und Wählern? Dass sie sich beteiligen an der Stadtpolitik, dass sie sich einmischen, dass sie ihre Ideen, ihre Expertise und alles einbringen. Das wäre mir tatsächlich wichtig. Dafür möchte ich auch die Instrumente der Bürgerbeteiligung hier viel mehr etablieren, als es bisher passiert ist. Und die einfachste Form der Bürgerbeteiligung ist tatsächlich, Leute, geht zum Wählen. Mein Name ist Markus Troth, ich bin 56 Jahre alt, bin verheiratet, zwei erwachsene Kinder. Ich wohne auch seit diesen 56 Jahren in Fürstenfeldbruck und engagiere mich seit 1990 als Stadtrat in Fürstenfeldbruck. Bürgerschaftliches Engagement wurde uns vorgelebt. Das war bereits zu Hause ein fester Bestandteil unseres Familienlebens. Meine Eltern, mein Vater war Lehrer, meine Mutter auch in der katholischen Kirche sehr stark engagiert. Ich war viele Jahre in der katholischen Jugendarbeit tätig. Das hat mich natürlich sehr geprägt, das Miteinander, das Arbeiten mit Menschen, mit jungen Leuten und auch im Team arbeiten. Ich wurde da zuerst im Pfarrgemeinderat gewählt und konnte da auch schon Gemeinschaft kennenlernen mit Entscheidungsfindungen.
Und ja, die Prägung, wie gesagt, fand in diesen Jahren schon sehr intensiv statt. So bin ich auch Anhänger der solidaren Leistungsgesellschaft. Dieser Begriff wurde ja geprägt, war von Alois Glück. Bringt aber zum Ausdruck, dass man trotz allem miteinander, füreinander sorgen, auch diejenigen mit unterstützen muss, die die Finanzen bieten für diesen Staat und für diese Stadt auch, die damit die Basis bieten auch zur Weiterentwicklung. Das ist ganz entscheidend, wirklich, dass man beide Dinge als kommunizierende Röhren auch sieht. Das bedingt sich gegenseitig. Das muss eingebettet sein in auch in ein ökologisches Selbstverständnis, damit man Ökologie und Ökonomie in eine Waagschale, in ein Gleichgewicht bekommt. Das kann die Kommune vor Ort auch mit Rahmenbedingungen gestalten, ganz entscheidend gestalten. Da möchte ich als Oberbürgermeister ganz entscheidend mitwirken. Hier auch wiederum, dass man aktiv auch sich beteiligt über die Töchter der Stadt beispielsweise oder insbesondere die Stadtwerke Fürstenfeldbruck. Energiewende ist das zentrale Thema, was über viele Jahre in unserem Land nicht angepackt wurde. Da muss ein Anschub von unten kommen. Das ist ein weiterer Punkt meines Selbstverständnisses, dass die Bürger aus sich heraus die Kraft und die Erfahrung einbringen müssen, um eben unsere Stadt zu gestalten. Dieses bürgerschaftliche Selbstverständnis ist ein weiteres zentrales Anliegen und auch gehört zu meinem Selbstverständnis. Das handhabe ich selber so, dass man Projekte einbringt, vorschlägt, die den Menschen nützen. Da bin ich auch wieder Pragmatiker geprägt, auch durch meine Jugendarbeit bereits, wie geschildert. Da bin ich auch Anhänger von Adolf Kolping mit dem Leitsatz, möge jeder an der Stelle, wo er ist, das Beste tun, damit insgesamt auf dieser Erde besser werde. Sprich, jeder soll anpacken, auch in dieser Stadt, und soll das mit einbringen. Das sehe ich als großes Manko derzeit, dass Bürger Projekte mit einbringen, aber es auf taube Ohren stößt. Also auch eine andere Form des Führens, des Miteinanderarbeitens, des Aufnehmens und dabei Akzeptierens, des Reflektierens muss mit der Bürgerschaft stattfinden. Das wird derzeit sträflich vernachlässigt und dadurch entsteht auch Frustration. Das gehört aufgebrochen. Das lässt sich meines Erachtens auch durch diese Art und Weise eines neuen Miteinanders aufbrechen, dass da auch Energie entsteht, um unsere Stadt weiterzuentwickeln. Die wichtigsten Projekte, eins habe ich schon angeschnitten, ist für mich die Energiewende, da Rahmenbedingungen gestalten in Kombination, und da könnte eine Triebfeder eben das Fliegerhorst-Areal werden, um hier auch neue Technologien, um hier auch neue, ja, wie soll ich sagen, auch Wege zu gehen, wie beispielsweise das Thema Geothermie anzuschieben, weil sich da wirtschaftlich anders darstellt. Und das weitere Thema, was mir unter den Nägeln brennt und sträflich vernachlässigt wurde, ist bezahlbarer Wohnraum für jedermann. Wir müssen als Stadt hier stärker Rahmenbedingungen schaffen und auch Agitatoren einbinden, um Wohnraum zu schaffen, der auch wirklich für jedermann bezahlbar ist. Der eine kann sich eine Miete von 10 Euro leisten, andere von 15 Euro leisten, aber es darf nicht sein, dass Menschen wegziehen müssen, weil sie sich die Miete in dieser Stadt nicht mehr leisten können. Das darf nicht passieren. Ich wünsche mir von den Brucker Bürgerinnen und Bürgern, dass sie nach wie vor sich einbringen in diese kommunale Gesellschaft, in Vereinen, mit eigenen Projekten, auch in eigenen selbstgeschaffenen Strukturen, und dass sie auch dafür tolerant sind, aber gegenseitig auch Probleme lösen, aufeinander zugehen und auch im Gespräch Dinge hier, wie gesagt, auf den Weg bringen. Die Stadt kann nicht alles lösen, aber sie kann einen Rahmen bieten für eben die Projekte und die Weiterentwicklung. Und ich würde diese Kultur des Ermöglichens auf jeden Fall fördern und hier die Kommunikation auf neue Beine stellen mit Stadtrat und den Bürgerinnen und Bürgern. Was mich besonders umtreibt, beziehungsweise welche Werte ich besonders verfolge, sowohl als Stadtrat als auch jetzt, oder was ich als Oberbürgermeister verfolgen würde, sind zwei Dinge. Zum einen die Stadt für alle. Also sprich, meiner Meinung nach muss in einer Stadt Platz für jeden und jede sein, egal wie viel Geld, egal woher er oder sie kommen. Es müssen Angebote da sein, es müssen bezahlbare Angebote da sein, es müssen zum Beispiel viel im Bereich Wohnungsbau gemacht werden, damit eben jeder sich hier ein Leben in Fürstenfeldbruck leisten kann, damit hier jeder auch willkommen ist. Dazu gehören dann aber auch Angebote der Stadt, dazu gehören
dass wir Einrichtungen schaffen, wo eben, wo man sich eben auch aufhalten kann. Also sprich, das beinhaltet eine ganze Bandbreite und diese Möglichkeiten, die muss eine Stadt einfach allen ihren Bürgerinnen und Bürgern bieten. Das andere ist, das bezeichnet die Landeshauptstadt München immer als die Stadt im Gleichgewicht. Das heißt, die Stadt muss sich weiterentwickeln. Wir müssen schauen, dass wir ein Gleichgewicht zwischen dem Wachstum, das wir mit Sicherheit brauchen werden, um all die Aufgaben, die wir als große Kreisstadt erfüllen müssen, ermöglichen zu können. Aber gleichzeitig geht es eben auch darum, Naturräume zu bieten, Menschenräume zu bieten, in denen sie sich gerne aufhalten können. Da geht es darum, dass wir Kaltluftleitbahnen, Frischluftschneisen weiterhin in der Stadt haben, dass wir Grün in der Stadt haben, dass wir all diese Möglichkeiten einfach schaffen, um ein Gleichgewicht zwischen eben den Bedürfnissen, die jeder Einzelne hat und die die Stadt hat, aber gleichzeitig eben auch eine gewisse Freiheit weiterhin zu ermöglichen. Und diese beiden Dinge, eben die eine gerechte Stadtgesellschaft, eine Gesellschaft, in der sich jeder entwickeln kann, das sind die Punkte, die ich als Oberbürgermeister noch verstärkt umsetzen möchte. Ein wichtiges Thema insgesamt ist sicherlich, wie entwickelt sich unsere Stadt an den verschiedenen Punkten weiter. Also sprich die Aumühle Lände, der Fliegerhorst, aber auch größere Wohnbauprojekte, die wir auch in der Stadt haben, die dann von privaten Entwicklern umgesetzt werden. Das müssen wir so gestalten, dass da am Schluss ein Mehrwert für die gesamte Stadt entsteht. Und das ist was glaube ich, jetzt als nächstes ansteht. Und zum anderen geht es aber eben auch darum, eine nachhaltige Stadt zu gestalten, also sprich zu schauen, wo wir wieder mehr Grün, wieder mehr Entwicklung zulassen können. Das sind Projekte, die ich gerne angehen möchte. Mein Wunsch an die Wähler ist als allererstes, dass möglichst viele zum Wählen gehen. Ich glaube, wir hatten beim letzten Mal bei der Oberbürgermeisterwahl und auch bei der Kommunalwahl eine leicht sinkende Wahlbeteiligung. Also das wäre mein größter Wunsch, dass wir da eine große Wahlbeteiligung bekommen und dass wir im Wahlkampf möglichst viele Gespräche führen, damit ich auch möglichst viele von den Ideen und Hinweisen der Bürgerinnen und Bürger aufnehmen kann und dann im Amt am besten gleich umsetzen kann. Mein zentraler Wert ist, dass alle Menschen gleich wertvoll sind. Egal, ob jung oder alt, ob arm oder reich, egal welche Ausbildung sie haben, egal welchen Job sie machen, ob sie überhaupt einen Job machen, alle Menschen sind gleich wertvoll, weil alle Menschen einzigartig auf dieser Welt sind und alle mit ihren besonderen Fähigkeiten kommen. Und wer wäre ich da zu entscheiden, wer wertvoller ist als wer anders? Und weil alle Menschen gleich wertvoll sind für mich, sind auch ihre Meinungen und Ansichten gleich wertvoll für mich. Auch wenn sie meiner vielleicht nicht entsprechen. Und das mache ich auch wirklich so im Stadtrat, dass ich allen, auch wenn sie aus einer ganz anderen Partei sind, zuhöre, auch wenn ich eben anderer Meinung bin, weil man immer etwas finden kann, sodass wenn man beide Meinungen dann unter einen Hut bringt, dann ist die Lösung, die man findet, besser als die, die man vorher hatte. Und deswegen wäre es auch mein Ziel als Oberbürgermeisterin, wirklich auf Konsens hinzuarbeiten. Größtmöglichen Konsens geht vielleicht nicht immer, aber meine Erfahrung ist auch, wenn man Entscheidungen mit einer großen Mehrheit fällt, dann bleibt es dabei und dann wird das Projekt auch so umgesetzt. Wogegen, wenn man eine knappe Entscheidung hat, dann wird es immer wieder aufgerollt und dann verliert man im Nachhinein extrem viel Zeit. Und ich würde diesen Konsens auch tatsächlich nicht nur mit dem Stadtrat machen wollen, sondern mit der Bevölkerung, mit allen Betroffenen, mit den Vereinen, mit den Organisationen, mit den Unternehmen, weil es der gleiche Grund ist, wenn wir gemeinsam eine Lösung erarbeiten, dann hält die besser. Dann dauert es vielleicht am Anfang länger, aber dafür wird es nachher besser. Das Zweite, was mich antreibt, ist das Thema Hilfsbereitschaft, Verantwortung für diejenigen übernehmen, denen es nicht so gut geht. Weil, wenn es einem selber gut geht, wenn man die Möglichkeiten hat, denn wir alle wachsen ja auch, als Babys sind extrem hilfsbedürftig, als alter Mensch sind wir es meistens auch. Und in der Zwischenzeit haben wir die Möglichkeit, uns um andere zu kümmern und eben für die zu sorgen, denen es nicht so gut geht. Und das geht auch in Richtung Zukunft. Das ist auch das, was mich in den Stadtrat gebracht hat, der Klimaschutz. Weil wir können jetzt nicht auf Kosten zukünftiger Generationen leben, sondern wir sollten wirklich auch Verantwortung übernehmen, dass wir die Erde so in einem Zustand lassen, dass auch die Kinder und Enkelkinder noch ein gutes Leben haben. Und der dritte Bereich, wo wir Verantwortung übernehmen sollten als Menschen, ist die Natur. Weil wir haben die Möglichkeiten als Menschen, alles platt zu machen, alles kaputt zu machen. Und die Tiere und Pflanzen können sich nicht dagegen wehren. Und dementsprechend ist es in unserer Verantwortung, dafür zu sorgen, weil die sind ja alle auch gleich wertvoll, weil alle auch einzigartig, dafür zu sorgen, dass wir das Artensterben in den Griff kriegen
und dass eben auch die Tier- und Pflanzenwelt ein weiteres Leben auf dieser Erde hat. Und der dritte Punkt, der mich antreibt, ist, das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch, das Vertrauen in das Gute. Also ich glaube tatsächlich, dass der große, große Teil der Menschen das Gute will und das Gute auch tut. Und dass man ihnen vertrauen kann, dass sie nicht für den Eigennutz, sondern fürs gemeinschaftliche arbeiten. Das merkt man an ganz vielen Stellen, die Leute engagieren sich, auch wenn sie nur ganz wenig Zeit haben, ehrenamtlich. Und das würde ich als Oberbürgermeisterin wirklich gerne fördern, weil dieses Engagement, das ist so ein großes Potenzial, das wir haben. Und das sollten wir in Bruck nutzen. Das ist im Prinzip den Weg ebnen für alle, die sich hier engagieren wollen, die sich einbringen wollen. Das passt dann gut zusammen eben mit dem ersten, was ich sagte, mit dem Konsens, weil ich glaube, dann kommen wir hier wirklich weiter in dieser Stadt, dass die weiter so wundervoll bleibt, wie sie für mich aktuell ist. Ja, mein wichtigstes Projekt als Oberbürgermeisterin ist dieses Thema Konsens. Konsens mit dem Stadtrat, Konsens mit der Bevölkerung. Da die Wege zu finden, wie wir das hinkriegen, dass wir mit allen zusammenarbeiten, dass wir alle um ihre Meinung fragen und dann Lösungen finden, dass wir eine gute Lösung finden, hinter der alle stehen. Da wäre auch dieses Thema Bürgerrat eine Sache, dass man wirklich geloste Leute zusammenbringt, die gesamte Gesellschaft repräsentieren, aus allen Ecken Leute hat, die dann sich mit gerade den großen Themen wie zum Beispiel Verkehrsproblematik beschäftigen. Und das zweite große Thema ist Klimaschutz. Da haben wir einen wunderbaren Beschluss des Stadtrats, glaube ich auch so gut wie einstimmig, dass wir den Klimaschutz und die Klimawandelanpassung als Aufgabe höchster Priorität sehen. Und das würde ich als Oberbürgermeisterin in die Tat umsetzen, dass ich wirklich bei jeder Sache den Klimaschutz als Aufgabe höchster Priorität sehe. Und was ich mir von den Brucker Wählerinnen und Wählern wünsche, ist, dass sie zur Wahl gehen. Egal, wer Ihnen jetzt aus diesem Video am besten gefällt, gehen Sie zur Wahl, wählen Sie, sagen Sie uns Ihre Meinung, sagen Sie uns auch Ihre Meinung am Infostand oder einfach, wenn Sie uns irgendwo mal treffen, weil das bringt uns voran. Ihre Meinung ist wichtig.